Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockt der Kerbe Space Programm. Heute in Farbe, in Bunt und in Couleure und das Ganze live auf Twitch. Ja, und wie die meisten, die so ein Schuh geschaut haben, wissen ganz genau Bescheid, wenn sie dieses Modell sehen, was man gerade sehen kann, was eigentlich los ist. Wir müssen mal nachschauen, wie viele Tage wir eigentlich noch haben zur Verfügung. Das ist ja noch die letzte Scanner-Mission von der Van Braun-Projektile. Wir haben 172 Tage Zeit. Das ist schon eine massige Zeit. Und wir haben auch heute richtig schon Chatverkehr, was mich richtig freut. Und bei mir funzt auch alles ohne Probleme, aber ist auch schon ein bisschen länger her, weiß leider nicht mehr mit welcher Version, bestimmt schon über ein Jahr her. Ich hatte selber dieses ZG-Projekt, also diese Mod verwendet, seit jetzt ein Vierteljahr ungefähr. Gut, da wir jetzt noch massig Zeit haben, also eben die 172 Tage, wollen wir heute... Ja, mit dem Recycling der Van Braun anfangen und damit man nochmal sehen kann, für die, die jetzt sozusagen neu zugekommen sind, was die Van Braun war. Die Van Braun war ein riesengroßes Schiff, welche Aufgabe, eine große Aufgabe hatte. Oh, hatte die eine große Aufgabe? Schauen wir uns mal die Van Braun an. Ladescreen. Ich brauche wirklich SD-Platten. Das geht gar nicht mehr. Echt die Katastrophe. Und bin heute mal mit Pots beißen. Darum bin ich sehr vorsichtig mit zu vielen Mods. Ja, stimmt. Zu viele Mods beißen sich wirklich gegeneinander. Das ist echt eine Katastrophe. Gut, hier ist das Van Braun-Projekt. Für die, die es noch nicht gesehen hatten. Und an diesem Van Braun-Schiff haben ja wirklich mehrere Module dran geklebt. Auf der und auf der abgewandten Seite. Und die Aufgabe der Van Braun bestand da drin. Ne? Dazu müssen wir mal komplett rausscrollen. Jedes dieser größeren Objekte und deren Monde zu besuchen. Problem war aber gewesen bei dem Van Braun-Projekt, nachdem wir ILO besucht hatten und auf den Rücksturz waren Richtung Dress, hatten wir eine materielle Instrukturalität, oh Gott, ihr wisst schon, was ich meine, das ist die auseinandergebrochen. Ja. Nach einigen Mal hin und her schauen habe ich auch herausgefunden, wo der Fehler war. Der Fehler lag eindeutig im KSP-Ghosting und zwar in den sogenannten Time-Ghost. Wenn man diese Time-Warps gibt, da ist die Physik durcheinander gekommen und dadurch ist das kaputt gegangen. Storytechnisch ist das natürlich jetzt eine Materialermüdung gewesen, weil die Van Braun war ja wirklich einige Jahre draußen. Glücklicherweise haben wir jetzt noch als spielbar unsere Scan-Mission. Die wird den Dress scannen und dann noch diese inneren beiden Grützendinger. Und wenn das passiert ist, also sozusagen noch Eve und Moho, bin ich am überlegen, ob wir vielleicht irgendwelche Daten noch von der Sun bekommen. Ja. Und wenn das passiert ist, werden wir den Scanner zurückbringen. Aber jetzt haben wir halt als Projekt heute Folgendes. Ich möchte die Van Braun, so wie wir sie hier sehen, als Hotelschiff umbauen. Einige Hotellobbys haben wir sozusagen hier oben ja schon drauf, diese Copulas. Und ich möchte natürlich jetzt auch hier Copulas anbringen und natürlich, was einige Leute immer sich immer so gewünscht haben, Licht. Und deshalb gehen wir jetzt mal runter ins Space Center und werden uns so ein Zubringerschiff wieder mal zusammenbauen. Freue mich auch auf die 1.1. Soll endlich 64-Bit und neue Engine. Hoffe, dann läuft es besser. Hoffe ich auch. Gerade wenn man Bauprojekte hat, die mehr als 400, 500 Einzelteile haben, ist dann das echt ein Hoffnungsträger. Ich hatte meine Trägerrakete mit einem schönen Ruber gebaut, mit schön zum Anspannen und so weiter. Nur jedes Mal Time Warp. Haben sich hier meine IA-Bauteile verschoben und somit alles vom Arsch. Ja, das Gefühl kenne ich auch. Da kann ich echt mitleiden. Es ist dann eine halbe Katastrophe, wenn sowas passiert. Gut. Wir nehmen gleich hier dieses fette Teil. Ich will gar nicht lange rumexperimentieren. Das heißt, wir nehmen gleich dieses schöne Modul.
Und an diesen schönen Modul kommt dann gleich auch mal eine schöne Batterie ran. Die ich jetzt wieder mal suchen muss. Die ist hinten gewesen. Oh, einmal eine schöne Dings, einmal das Teil. Bumm, passt. Gar keine großen Experimente machen. Das soll hier richtig knacken und das soll auch hier richtig funktionieren. Dann machen wir gleich auch ein Reaction wieder ran. Warum gehe ich denn da rein? Weiß ich nicht. Nee, da ist es doch nicht drin. Das muss doch hier drin sein. Mal hier. Das ist doch da, der grüne, da. Bumm, passt. Gut, und daran kommt jetzt einmal etwas Fuli. Wir nehmen die Standardgröße, den hier. Bam. Und daran möchte ich, glaube mal, müsste theoretischerweise... Wo haben wir also das Zwiffel? Zwiffel passt. Nee, Quatsch, keine Zwiffel. Hier, die Skipper. Die Skipper kommt da ran. Ja. Wow, habe ich heute Chatverkehr? Das bin ich gar nicht gewohnt. Nicht super, hier fällt mir. Gut, also. Das ist der im Orbit agierende Teil. Ja. Ich bin aber noch nicht zufrieden. Wobei, warte mal, kann so bleiben. Jetzt und nicht anders. Jetzt muss ich mal sehen, wie mache ich das so. Jetzt muss ich mal kurz im Gedanken überlegen, dass das Ganze auch natürlich adäquat aussieht. Nee, das ist der falsche. Mal eine Seite weiter. Nö, ist auf der Seite. Quatsch. Habe ich doch ja nicht mehr drauf, die Mods. Das ist ja meine Testversion. Gut. Hotelzubringer nehmen wir das Ding mal. Ja, so, okay, da haben wir es. Hotelzubringer. So, das Ganze safen wir mal, danke sehr. Und jetzt bauen wir das Hotelmodul auf. Ich muss mir gerade überlegen, wie das Hotelmodul aussehen soll. Das ist ja mal so eine Sache. Dazu brauche ich einen Koppler. Wir nehmen den Klempotron, die haben wir auch oben. Wieso passt du nicht? Was ist los? Na? Oh, komm. Oh, na, komm mal her. Jetzt geht doch. Gut, den haben wir dran. So, dann möchte ich natürlich nochmal Klempotron natürlich jetzt auch anders drauf haben. Einmal so seitenverkehrt, dass es da drauf ist. Und jetzt wird's interessant. Interessant in der Hinsicht, weil ich jetzt die ganzen Teile ranbauen muss, die ich dran brauche oben. Ich brauche, jetzt wird spannend, erstmal, der, nee, ich echt am überlegen, was ich brauche, das wird echt lustig. Ich brauche, nee, hier oben, da haben wir's. Das ist die richtige Größe, nee, ist die falsche Größe, ist die zu kleine Größe, das ist die richtige Größe, den brauchen wir. Dann brauchen wir eine Batterie. Eine Batterie haben wir hier drin. Einmal eine Batterie. Danke sehr. Auf der Batterie möchte ich natürlich... Jetzt bin ich am überlegen. Machen wir da nochmal ein Reaction wieder ran oder nicht? Was ich auf jeden Fall brauche ist... Das ist einmal noch ein Computer. Den brauche ich. So, den habe ich. Dann brauche ich die Corpula. Corpula, da haben wir sie. Corpulodensis. Monopops haben wir da, das haben wir da. Sieht gut aus. Jetzt brauche ich die RCS. Wir haben mal die hier. Hallöchen RCS. Bitte mal 4. Danke sehr. Okay, RCS sind angebracht. Da gefällt mir das, da ist es so reingesunken. Das ist auch reingesunken. Wir werden mal mit Offset arbeiten. Das heißt, wir werden Offset einmal rausmachen. Dann haben wir da RCS draußen. Ah, sieht schön aus. Schön sauberer RCS.
Gut, das gleiche machen wir jetzt auch mit der Lampen. Das heißt, Lampen, Lampen, Lampen. Jetzt wird sich der eine oder andere wundern und sagst du, wieso machst du denn jetzt Lampen ran? Du hast doch sonst nie mit Lampen. Ja, das ist jetzt ein Hotelschiff, da dürfen dann Lampen haben. Das ist jetzt zivile Raumfahrt. Ja? Muss ich mal gucken, was ich die Lampen immer habe. Hier vorne gleich. Gut. Einmal zivile Raumfahrt. Danke sehr. Das Ganze wird jetzt rotiert. Da brauchen wir den blauen einmal. Schön gedreht. Dann gehen wir hier einmal an den roten ran. Okay. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie nah wir dran sind. Wir kleben eigentlich direkt an den dran. Deswegen haben wir überlegen. Schieben wir den weiter rein oder lassen wir den so? Das ist eine gute Frage. Dann gerade am Überlegen. So von der Optik wegen, ne? Man kennt es ja immer so. Optik ist immer das halbe Vergnügen. Bei mir muss auch immer alles blinken und rotieren. Bei mir ist es normalerweise ganz anders. Die Leute beschweren sich bei mir immer: Hey, Exos, mach doch mal Lampen ran. Weil ich sage, ich brauche keine Lampen, ich habe doch meine Instrumente, ich muss doch nichts sehen. Ne? Naja, das sind halt Show-Elemente. Gut, überlegen wir nochmal. Wir haben die Corbula, wir haben einen eigenen Computer, wir haben eine eigene Batterie, wir haben da RCS, wir haben Lampen dran und wir haben einmal einen RCS-Fuel-Tank. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir hier Solarzellen ranmachen. Brauchen tun wir sie eigentlich nicht wirklich. Warum brauchen wir sie nicht? Ganz einfach, weil die Van Braun selber Solarzellen hat und der Zubringer kriegt ja auch nochmal Solarzellen. Und für die kurze Umsetzungszeit werde ich keine zusätzliche Energie brauchen, weil das Ding hat volle Energie hier. Eigentlich ist das Schwachsinn. Mal nüchtern betrachtet. Mal nüchtern betrachtet, brauche ich eigentlich das hier dran. Jetzt mal die Frage in den Chat: Soll ich für ein Hotelschiff hier noch was anbringen? Irgendwas Lustiges. Wie gesagt, von hier bis hier oben ist es an der Van Braun dran. Und da werde ich jetzt 6 Module hochbringen. Die kommen da jetzt an die Klempotrons ran. Mal sehen, was der Chat so sagt, ob ich da noch was ranbringen soll. Weil, wie gesagt, eigentlich habe ich oben Solarzellen. Und das Problem ist, je mehr ich eigentlich ranmache, umso wieder geht die Framerate runter. Das wird wieder nachher eklig. Das ist das Problem dabei. Ja, das ist immer so die Sache. Aber eigentlich bin ich mit dem Modul, so wie es jetzt aussieht, recht zufrieden. Es ist recht einfach gehalten. Hat aber den Luxus, dass es Lampen jetzt mal dran hat. Und es hat RCS nochmal. Dadurch wird die Van Braun insgesamt nachher wieder beweglicher. Von daher ist das gar nicht mal so grundverkehrt. Mal sehen, wir haben ja noch ein bisschen immer so Chat-Delay. Mal gucken, was der Chat so sagt. Bis jetzt kommt nicht viel. Und wenn in den nächsten paar Sekunden nichts kommt, dann werde ich das Modul so kopieren. Und dann kommt das an den anderen Seiten ran. Werde ich mal jetzt mal langsam verunstalten. Das heißt, wir nehmen die Klempotrons. Werden uns das mal 2 nehmen. Und dann hier sauber ransnappen. Wir gehen auf dieser Höhe. Das ist ganz okay. Mal sehen. Das schwingt bis dahin. Hier ist dann das Hauptteil. Die Masse verteilt sich. Okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Können wir eigentlich so nehmen. So, Chat hat sich jetzt keine Bitte getan. Das heißt, wir werden. Hoppala. So. Na, was ist los? Okay, hier. Oh. Gut, das heißt, wir werden den Teil da oben kopieren und werden den dann darunter stecken. Muss ich mal gucken, wie das mit den Kopieren geht, 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 geht. Von hier bis da. STRG. Hab ich ihn? Nö. Tu mich immer ein bisschen blöd mit den Kopieren. Aha, da haben wir ihn. Gut, das Teil haben wir kopiert. Das heißt, das Teil kommt, hier dran. Ich muss das Ding erstmal so snappen pointen hier. Warum? Wieso? Weshalb? Was ist los?
du? Aha, jetzt. Gut, wieder zwischenspeichern. Passt. Nicht weiter. Okay, gut.